Linda Dahlmann, cooles Autogramm auch. L und das Dahl erkennt man. Sehr, sehr nice. Da legt Mainstream ein wenig vor, würde ich sagen. Zwar ist die Numbered-Karte nicht so cool, aber Autogramm ist schon, schon nice. Florian und Sebastian haben es gemacht. Ach so, Henrik, du weißt gar nicht. Obwohl, doch, Paypal hast du, ne? Aber Henrik, du warst der, der das S vergessen hat. Denk dran. Dankeschön. Sebi und Florian passt. Sag einfach Bescheid, Henrik, dann kriegen wir das hin. So, jetzt hatten wir gesagt, wer war das als erstes? Plugstar? Ne, Mainstream. Mainstream, Plugstar, Chico. Jetzt kommt Plugstar. Und das ganze Z fällt hier auseinander. Guckt euch das an. Wenn da jetzt kein Musiala drin ist. Was auch der, der das S vergessen hat bei der E-Mail, ne? Jetzt bin ich gespannt. Oh. Es kommt eine 99er. Weiß ich jetzt nicht, ist Hanna Glas besser als 70er Kamugai oder Samugai, wie sie hieß? Hanna Glas. 99. Dankeschön, Henrik. Dahlmann ist jetzt bis jetzt biggest, ja. Safe Musiala. Das heißt ja aber auch, wenn jetzt in diesem zweiten Pack keine Autogrammkarte drin ist, dann ist safe Mainstream an erster Stelle. Würde ich sagen, aber ihr stimmt ab. Es sei denn, es ist so offensichtlich, dass man eigentlich nicht abstimmen muss. Ist überwiesen mit S, Dankeschön. Hab Angst. Ich hab vor deiner Mosaik Angst, ja. Davor habe ich Angst. Vor deiner Mosaik habe ich Angst. Letztes Pack. Letztes Pack für Plugstar. Kommt da was? Nee. Plugstar, ich kann jetzt schon mal sagen, du wirst hier leider nicht gewinnen. Du wirst leider nicht gewinnen, weil eine Hanna Glas kann sich nicht durchsetzen gegen Linda Dahlmann Autogramm. Geht nicht. Und wenn Chico jetzt auch so eine Bayern-Box bekommt, ohne Autogramm, mit einer Frauen-Numbered-Karte, es sei denn Julia Quinn zu 50 oder so. Schauen wir mal. Chico kriegt nicht das Tornetz. Schauen wir mal. Neuer Leipzig, Joya und Alex eSport. Pizarro, Damjanovic, Rudelic, Hernandez und Goretzka. Also da geht noch mehr, Chico. Auch nix. Doch, ein Musiala und eine Julia. Chico hat anscheinend keinen Bock auf Numbers und auf Autogrammkarten. Sag es doch gleich, Chico. Mann.
Wer hat denn das erste Battle eigentlich gewonnen? Plugster, ne? Plugster Bayern Battle. Sehe ich da, okay, gut. Also Plugster kann das zweite Battle auf jeden Fall nicht gewinnen. Die Frage ist jetzt, was Chico noch raushaut. Die Frage ist, was Chico jetzt noch aus... Oh, es kommt eine. 70er Serge Gnabry. Also Serge können wir heute auch. Serge Gnabry 70. Jetzt muss ein Autogramm kommen. Es kommt kein Autogramm für Chico. Mainstream gewinnt das Ding. Also ich finde, ein 70er Serge Gnabry ist jetzt nicht besser als ein Linda Dahlmann als Autogramm. Würde ich sagen. Soll das ganze Ding abstimmen oder? Ne, ich würde sagen, Mainstream gewinnt das Ding, oder? Mainstream, Auto gewinnt, safe. Das ist Linda Dahlmann, das ist sogar nicht mal ein schlechtes Autogramm. Ja, ja, komm. Mainstream gewinnt das Ding. GG Mainstream. Das sind deine. Also, Mainstream Battle Bayern. So, dann haben wir das gleiche Battle jetzt auch nochmal mit Henrik, mit Sebi und mit Florian. Naja, die Mucke ist, ne? 1 plus mit Sternchen. 1 plus mit Sternchen. Ich nehme den überbleibt, okay? Das heißt, Sebi und Hendrik, bitte eine aussuchen. 1, 2, 3. Die Nummer 3 bitte. Okay, Hendrik nimmt die 3. Jetzt ist nur noch die Frage, Sebi, 1 oder 2? WhatsApp. Was schickst du jetzt eine Sprachnachricht? Ich kann nicht im Chat schreiben. Ja. Bin gerade in der Fortnite-Runde. Ich kann nicht im Chat schreiben. Ja. Er spielt Fortnite und kann nicht in den Chat schreiben. Perfekt. So, Henrik 3, Sebi 2, Florian 1. Also Florian, Sebi, Henrik. Florian, Sebi, Henrik. Florian. So, viel Erfolg, Florian. Vielleicht gewinnst du das Battle jetzt hier. Schauen wir mal. Erstes Pack ist für die Katz. Viel Glück an alle drei und vielen Dank an alle fürs Mitmachen. Das ist übrigens nicht mehr meine Playlist, da ist einfach Autoplay bei Spotify an. Ja. Florian. Reden wir nicht drüber bis jetzt. Reden wir nicht drüber. Drei Packs sind noch.
Oh, 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 oh. Florian, du kriegst keine Autogrammkarte. Wenn jetzt eine Frau kommt, 170, ne? Direkt gebrochen, direkt verloren. Und es kommt ein 170, oder? Also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass man mit einer Marina Hegering, die ist nicht verkehrt, ist Marina Hegering, ist sogar ein bekannter Name, so. Kenne ich sogar, Marina Hegering. Aber mit Marina Hegering zu 170 glaube ich, dass man ein Bayern-Battle nicht gewinnen kann. Aber, Florian, du kannst mich gerne auch von einem besseren belehren. So, die 2 hatte Sebi. Heute hast du einen Lauf, Florian, ja, so sieht's aus. Heißt aber noch nicht, dass du mit Marina Hegering verloren hast. Wenn jetzt hier, keine Ahnung, diese Dottir kommt oder so. Die hier. Oder Maria, hier. Maria Luisa Groß 270. Das wär's. Wie heißt der dritte? Henrik. Ich zieh Uschi-Glas. Der Paule. Apropos, Paul will er mal heute vergessen. Also was heißt vergessen, aber ich glaube Paul hat... Er hatte mir gesagt, er will gerne nächstes Mal bei Pick Your Team dabei sein. Er möchte auch gerne Bayern haben bei Pick Your Team nächstes Mal. Dann hatte ich gesagt, hier am Wochenende ist schon voll. Wie sieht's nächste Woche aus? Dann hatte ich den Shop-Drop gemacht und dann hat er im Shop-Drop einfach Sachen gekauft. Aber ich gehe davon aus, dass er jetzt sowieso nicht mehr da ist. Dann öffne ich das einfach im nächsten Stream, irgendwie Dienstag, Mittwoch oder so. Ups. Es ist genauso wie die erste, ne? Letztes Pack wahrscheinlich die Numbered. Nee, jetzt. Nee. Doch, jetzt kommt sie. Auch 170, glaube ich. Nee, doch. Wer hatte die 2? Sebi hatte die 2. Sebi, das ist aus meiner Sicht noch schlechter als eine Hegering. Sarah Sadraziel. Oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Und es kommt kein Auto. Es kommt nur noch eine Julia. Ja, was soll ich großartig sagen dazu, ne? Sadraziel gegen Hegering. Das würde ich abstimmen lassen. Wenn es so bleibt, würde ich es abstimmen lassen. Aber, Henrik, wenn du jetzt nicht alles falsch machst, könntest du das ganze Battle gewinnen? Also streng dich an, Henrik. Streng dich an, Henrik. Mann! Hornets ist es auf jeden Fall nicht, ne. So. Bei mir ist keine Number drin. Ein Autogramm, egal welches Autogramm, wird ja schon reichen. Banner Base auch immer okay, ja, aber um ein Battle zu gewinnen,
reicht ein Paul Wanner Base jetzt nicht aus. Aber es wird garantiert wieder im vorletzten oder im letzten Pack drin sein. Ja, auch wieder hier nicht. Alter Falter. Stellt euch mal vor, 370er. Was wäre das für ein Duell? 370er. Ne, es kommt Pink. Es kommt Pink. Maximiliane Rall zu 99. Ja, alleine schon aufgrund der Nummerierung ist halt Maximiliane Rall besser als 170 und 170. Aber, sind wir mal ehrlich, auch nicht überragend. Trotzdem Abstimmung, ich würde nicht sagen, nee. Weil es ist eine 99er, Pink. Eine 170er, wenn das jetzt 170er Musiala, 170er Lewandowski oder sonst was gewesen wäre, wäre es was anderes, aber es sind ja drei Frauen. Deswegen würde ich sagen, sparen wir uns die Abstimmung. Gigi Henrik. Einfach GG an Henrik und ja, und sind wir mal ehrlich, Henrik, du kriegst jetzt zwar einen dicken, fetten Batzen Stapel, aber du kriegst halt eine 170er Satrazi und du kriegst eine 170er Hegering. Hast aber quasi drei Numbats und nur eine Box gekauft, so.